Corona hatte auch etwas Gutes, denn bei vielen entwickelte sich eine unbändige Kreativität. Ein Projekt macht zurzeit Furore und wird in den Medien rauf und runter gespielt. Kulihut rettet Omas Lieblingsrezept. Es geht schlicht um die Rettung alter Back- und Kochrezepte. Gründerin Marion Reiners sammelt sie und präsentiert sie auf ihrer Internetseite. Dazu gibt es Schürzen, die unter anderem in Supermärkten zu erwerben sind. Neueste Kreationen sind nun Backrezepte, passend zur Weihnachtszeit. Ich habe früher vor Martin schon gebacken, denn wir wohnten in einem Viertel, wo es sehr viele Kinder gab und die kamen St. Martin singen. Und dann hatte ich schon so eine Holzschüssel voll mit Tütchen für die Kinder. Und ich hörte dann, wie unten im Haus ein Kind dem anderen sagte, da oben müsst ihr klingeln, da gibt es selbstgebackene Plätzchen. Da war ich also in den umliegenden Häusern schon bekannt, ja. Ebenso passend auch die Kulisse, in der vor kurzem die Vermarktung der Weihnachtsrezeptbox medial aufbereitet wurde. Bei Tante Alma in Bonn-Poppelsdorf. Das Hotel spiegelt einrichtungsmäßig die 50er Jahre wider. Ein Besuch bei Tante Alma schmeckt nach Himbeerdrops und Apfelkuchen und endet meist mit einem Eierlikör aus der Hausbar, verspricht der Prospekt. Heute standen allerdings Kulihut-Plätzchen im Vordergrund. Und während die Fotografen Fuad Filal und Kai Kapitän die richtigen Positionen suchten und natürlich fanden, wurde unter dem Dach von Tante Alma immer weiter aufgetischt. Knusprig, duftend, einfach lecker, da war die Versuchung groß. Ja, also da sind jetzt verschiedene Lieblingsrezepte von Oma. Hier zum Beispiel Oma Marias Kokosmakronen. Hier wird immer so eine kleine Geschichte erzählt von Oma Maria um das Weihnachtsplätzchen. Zubereitung, Zutaten und hier haben wir noch einen sehr schönen Kartenhalter. Dann können wir das nehmen und hier direkt hineinstellen und wir können es dann wenden und ganz praktisch direkt nachbacken. Wer also noch nach einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk sucht, das fast alle Sinne anspricht, für den dürfte die Kulihut Weihnachtsrezeptbox mehr als willkommen sein. Und wo kann man denn diese wunderschönen Karten mit den vielen Backrezepten zu Weihnachten überhaupt bekommen? Ja, unsere Weihnachtsrezeptbox, die wollen wir in ausgewählten Rewe-Märkten anbieten, ausgewählten Edeka-Märkten, Buchhandlungen und auch über unseren eigenen Online-Shop sind wir.